Es hat lange gedauert, aber er ist da. Der TM6. Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Herbst- und Wintergerichte aus dem hohen Norden. Es gibt Grünkohl. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsgerichte. Gott sei Dank ja mittlerweile auch ganzjährig in der Tiefkühlabteilung zu finden. Hier in Süddeutschland ist es echt relativ schwer, frischen Grünkohl zu finden. Aber wie gesagt, TK geht auf jeden Fall gut und ich werde jetzt ein ganz klassisches Grünkohlrezept machen mit Mettwürstchen, mit Speck, mit Kartoffeln und natürlich jede Menge Grünkohl. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Als erstes schmeißen wir mal eine halbe Zwiebel hier in unseren Kessel und zerkleinern die wie immer auf Stufe 5 für 5 Sekunden. Habe ich gesagt eine halbe Zwiebel? Es war natürlich eine ganze Zwiebel, die ich halbiert habe. Entschuldigung, es ist noch früh am Morgen. Um diese Uhrzeit koche ich normalerweise noch nicht. Zumindest nicht zu Hause, nur hier. Wir schieben das Ganze nach unten, geben 100 Gramm Schinkenspeckwürfel dazu. Ich habe jetzt etwas magerere genommen. Und 20 Gramm Butter oder Schmalz. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich Butterschmalz genommen. So, 20 Gramm. Die Waage, da muss man immer hier so weiter sliden. Das ist immer so eine Sache. Ja, so, zack. So. Voilà. Geh ab. Ab. Und das Ganze wird jetzt gedünstet. Und zwar 5 Minuten etwa auf Stufe Varoma, also Temperatur Varoma und Stufe 1. Während jetzt die Zwiebeln und der Speck so vor sich hindünsten, schnibbeln wir die Mettwürstchen schon mal in Scheiben. Oder in Stücke, also Scheiben. Ich mache die jetzt etwas dicker, weil die kommen nachher oben in den Varoma gemeinsam mit den Kartoffeln. Aber erst in 3 Minuten. Unsere Zwiebeln und unser Speck sind jetzt gemeinsam mit dem Butterschmalz schön angedünstet. Das riecht auch schon mal sehr gut. Und wir kommen zu den nächsten Zutaten. Ihr nehmt einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch einen Würfel Gemüsebrühe da reinwerfen. Ja, das könnt ihr natürlich auch machen. Dann einen Esslöffel Senf, mittelscharf. Kann man nachher auch noch mal schön nachwürzen mit dem Senf. Genauso wäre ich vorsichtig jetzt so mit Salz und Pfeffer. Da lieber etwas weniger und später noch mal ordentlich dann nachwürzen, sollte es an etwas fehlen. Was ich immer noch dazu mache, ist ein bisschen Muskat. Das könnt ihr aber je nach Geschmack auch weglassen. Dann kommt der aufgetaute Grünkohl hier rein. Das sind 600 Gramm, das ist so eine Packung. Ja. Ihr könnt natürlich auch die doppelte Menge machen. Ich mache jetzt die kleine Portion, denn ich bin wohl der Einzige, der das essen wird hier. Was aber nicht schlimm ist, ist mir für mich. Dann haben wir nochmal 400 Gramm Kartoffeln und die 400 Gramm Mettwürstchen. So, und dann muss natürlich noch Wasser dazu. 550 Gramm und das Ganze wird jetzt in der Varoma-Stufe 50 Minuten, in der Sanftrührstufe im Linkslauf gedämpft, gekocht, zubereitet, wie auch immer, bis in 50 Minuten. Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Durst.
Wo bleibt der Grünkohl, Grünkohl, Grünkohl? Ha! Fertig! Ey Leute, hier riecht es so dermaßen gut. Ich habe so Bock jetzt auf diesen Grünkohl. Und ich muss dazu sagen, es ist 10 Uhr morgens hier in Bad Dürkheim. Aber das ist mir völlig egal. Es gibt Grünkohl. Oh, ich liebe es. Es riecht unglaublich. Also, ich habe eben gerade noch mal so ein bisschen über das Rezept reflektiert. Weil es gibt ja natürlich auch Rezepte, wo ihr die Kartoffeln gleich mit dem Grünkohl zusammen im Kessel macht, ja, und das Ganze schon durcheinander irgendwie ist und so. Das kann man natürlich auch machen, aber Kartoffeln brauchen natürlich im Thermomix selber etwa nur so 20, 23 Minuten, im Varoma halt eben entsprechend länger. Und der Grünkohl braucht halt so lang. Man kann auch frischen Grünkohl nehmen aus dem Garten, wie auch immer, aber dann müsstet ihr euch vielleicht mal in unserem Forum, im Wunderkessel-Forum umschauen, wie das da gemacht wird. Wir kriegen hier fast keinen frischen Grünkohl und schon gar nicht aus dem Garten. Deswegen habe ich halt das TK-Rezept genommen. Aber wie gesagt, schaut mal ins Wunderkessel-Forum, da gibt es ja jede Menge toller Rezepte. So, und jetzt. Gibt's Grünkohl. Ah, ich sollte vielleicht erstmal schauen, wie das hier geschmacklich ist. Oh. Super, ob man da noch irgendwas nachwürzen muss. Wie gesagt, ich bin da ja immer so ein bisschen vorsichtig am Anfang, weil gerade auch unser Suppengrundstock ja auch schon sehr viel Salz enthält. Und, oh Leute, da kommt nichts mehr dran. So, ich mache das auch so, dass ich das auf dem Teller nicht wirklich so durcheinander mache. Ich mache das jetzt einfach hier drauf, ein paar Kartoffelchen, ein bisschen Mettwurst und da kann man sich das selber durcheinander machen. Bisschen mehr Mettwurst. Wie gesagt, ich habe jetzt nur 400 Gramm Kartoffeln genommen. Man kann natürlich auch mehr Kartoffeln nehmen, klar. Aber auch den Grünkohl, da kann man mehr nehmen. Also ihr hättet da jetzt auch durchaus 800 Gramm Kilo TK reinmachen können. Aber wie gesagt, dann esse ich die nächsten 3 Tage Grünkohl. Ich liebe Grünkohl, aber 3 Tage. So. Ah, geil. Das ist doch unglaublich. Leute, guckt euch das an. So muss das aussehen. Ja, da ist jetzt noch relativ viel Flüssigkeit. Vielleicht kann man, wenn man das so mit der Flüssigkeit nicht so mag, auch ein bisschen reduzieren. Ich hatte jetzt 550 Milliliter Wasser drin. Aber Leute, es ist mir jetzt völlig egal. Nö, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Feierabend. Macht die Kamera aus. Ich muss jetzt essen gehen. Es ist wirklich mega, mega gut. Wintergericht, klar. Ja, muss man sagen. Es ist ein unglaublich vitaminreiches Gericht. Macht das auf jeden Fall. Und wenn ihr, wie gesagt, im Süden, wie wir hier, keinen frischen Grünkohl holt, das ist das TK-Rezept. Und es schmeckt wirklich, wirklich gut. Ich freue mich aber, dass ich im November in Flensburg bin für 2, 3 Tage, da arbeiten darf und da gibt es dann wirklich dann auch nochmal den frischen Grünkohl. Man kann da jetzt natürlich auch noch andere Würstchen reinmachen. Das heißt ja Grünkohl mit Pinkel, das ist ja nochmal so eine andere Wurst oder auch diese Speckschwarten und was die da alles reinmachen. Leute, schaut in unser Forum, in den Wunderkessel, da gibt es jede Menge Rezepte. Ich bin mit dem Rezept für heute Morgen auf jeden Fall mehr als zufrieden. Freue mich drauf, das jetzt zu essen. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier gerade für euch gekocht und gemacht haben, dann lasst einfach ein Like auf dem Video, unter dem Video, an dem Video, im Video. Abonniert den Kanal, denn wir machen für euch regelmäßig die besten Rezepte aus der großen Koch-Community mit Herz, dem Wunderkessel. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.